So, das ist der allererste Teil von der allerersten Serie. Ein Song entsteht in der Küche. Und ich habe mir dazu diesen C-Major ausgesucht, also C-Dur-Griff ohne Zeigefinger. Und dazu das A-Dur. Klingt dann so. Gar nicht schlecht. Geht es irgendwie in Dur weiter? Müssen wir mal gucken. Also hier hatte ich schon mal zum Beispiel gerade die Idee. Hey, hey you. Da la da da ba 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 ba. Ba. Okay, nochmal. Hey, you. Ba 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 da da da. I said hey. Hey, na 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 da 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 la 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 Okay, das ist doch geil hier. Also mit F. Okay, F noch dazu. Und der Mittelteil geht dann G, D, A-Moll und hier dieser C, dieser Oasis-Akkord. C Ad 9. Ich hatte gerade eine Idee. Hey, hey you, einen Love Song schickst du mir jetzt zu. Hey, hey you, ich soll ihn hören ganz in Ruhe. Na na na. La 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 la. Said hey, hey you, einen Love Song schickst du mir jetzt zu. I said hey, hey, hey you, ich soll ihn hören ganz in Ruhe.